Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ihr seht, in meiner Einfahrt steht ein Model S und das heißt natürlich, dass der Norbert bei mir ist. Dieser Norbert, genau. Freue mich sehr, dass du mich mal wieder besuchst. Sehr gerne. Allerdings, der Anlass ist heute ein bisschen weniger lustig. Ja. Ihr habt es vielleicht im Titel gelesen, eigentlich ein super GAU mit seinem Model S. Und zwar hast du mir geschrieben auf WhatsApp, dass deine Anzeige komplett ausgefallen ist. Ja. Schwarzer Bildschirm und zwar für immer. Also es war wirklich so, es hat angefangen mit Pixelfehlern, es hat angefangen mit, dass das Navi sich überhaupt nicht mehr gefunden hat und dauernd initialisiert hat. Dann habe ich natürlich die... Das ging langsam los. Das hat sich so langsam angedeutet. Über welchen Zeitraum so etwa? Naja, ich würde mal sagen ein paar Tage, Wochen vielleicht. Dann habe ich auch bei Motortalk reingeschrieben, Leute, kennt ihr das, was macht man da? Und dann sagen die, ja, wäre gut, wenn du mal alle vorigen Ziele löscht, wenn du sogar, weißt du, auch Reset machst von den Trips, dass man die null setzt, weil es geht um Speicherplatz, es geht um ein Flash-Memory, das da hier verbaut ist und das ist bekannt dafür, dass das durch diese vielen Lese- und Schreibvorgänge irgendwann altert und irgendwann man nicht mehr kann. Okay. Das ist der eigentliche technische Hintergrund, soweit ich es verstanden habe. Okay. Ich bin auch kein Experte, aber wenn man sich so in diesen Foren durchliest, dann merkt man plötzlich, dass das ein gängiges Problem ist. Okay. Bei älteren Model S und Model X. Wobei älteres natürlich ein dehnbarer Begriff ist. Ja. Dein Auto ist wie alt? 3 Jahre. Für einen PC ist das alt. Ja. Nur ist das, was ich verstanden habe, wirklich ein bauliches Thema, weil hier ein Speicher verbaut wurde, der einfach für diese häufigen Leseschreibbegriffe, die Tesla hier verwendet, einfach ungünstig verbaut ist, weil es fest verbaut ist in einer Platine. Was war sozusagen der Höhepunkt der Symptomatik? Wann war es am schlimmsten und wie konntest du dann mit dem Auto noch fahren? Also der Hauptbildschirm in der Mitte, der große, war komplett schwarz. Der hat auch nicht mehr hochgefahren. Der war einfach nicht mehr zu sehen. Das bedeutet aber, dass man dann keine Klimaanlage einstellen kann. Die lief im Hintergrund weiter, so wie ich sie damals eingestellt hatte. Er konnte natürlich laden, aber auch so, wie ich es damals eingestellt hatte, auf glücklicherweise 80%. Du konntest nichts mehr ändern an den Einstellungen. Ich konnte an den ganzen Einstellungen quasi nichts mehr ändern. Musik lief keine, es waren auch keine Töne mehr zu hören beim Einparken. Die Sensoren haben funktioniert, also im Display vorne habe ich gesehen, wie weit ich einparken kann, aber es kam keine Rückmeldung akustisch. Genau, genau. Du musst also aufpassen, wie weit du noch dran bist. Wie man halt früher auch eingeparkt hat, ohne solche Gimmicks. Kein Blinkerton. Ja. Und was ganz witzig war, ich habe mir gedacht, der Tacho zeigt viel zu wenig an, irgendwie zu langsam. Ja. Kommt er da nicht nach, der Rechner oder sowas? Die Antwort ist ganz einfach, es sind Meilen pro Stunde. Plötzlich erinnert er sich seine Wurzeln und kann nur noch Meilen angeben und nicht mehr Kilometer pro Stunde. Da hast du dir dann ganz gut beholfen. Habe ich mir so einen kleinen Merker hingemacht, damit man zumindest keine Überschreitungen hat. Wenn natürlich die Heizung die ganze Zeit an ist, dann ist das ja auch nicht wirklich lustig, ne? Ja, also ich hatte ich echt ein bisschen Sorge, überlebt er sozusagen die Nacht oder geht er dann völlig in Schlafmodus? Er schaltet aber bei 20% oder 25% dann ab und dann geht es auch normal weiter. Also ich habe dann auch also am er Strom tief entlädt gelassen. Jetzt nicht die nein, Batterie? Nein, das tut er nicht mehr. Okay. Aber es sind pro Tag dann ca. 15% Leistungsverlust gewesen. Ja. Okay. Einfach so durchstehen. Das heißt, eigentlich letztendlich dann nach 6 Tagen wäre das Auto leer, ne? Theoretisch wäre er leer, aber ich habe halt dann immer wieder auf 70% hochgeladen. Hatte dann auch glücklicherweise schnell einen Termin im Servicecenter bekommen in der Schweiz. Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie ist denn Tesla mit dieser Problematik umgegangen oder wie lange hat das Ganze gedauert? Ich habe natürlich keinen Zugriff mehr über die App aufs Auto gehabt, aber ich kann auf der App einen Termin ausmachen. Das macht man bei Tesla Termine aus, man meldet sich an, ich habe denen mein Problem dort genau beschrieben und witzigerweise haben sie mir dann von der Ferne aus sozusagen ein neues Update versucht aufzuspielen. Okay. Als ich dann aber dieses Update von Tesla bekommen habe und auch nochmal starten wollte, dann war er definitiv drin. Ich war dann also mit dem schwarzen Display bei Tesla. Okay. Die haben dann gesagt, ja, sie können jetzt im Moment nichts machen, ich soll ihn dann mal bringen für den Donnerstag, 3 Tage später. Und ich bin dann eben 3 Tage lang mit diesem schwarzen Display und der laufenden Klimaanlage gefahren. Wie wäre denn das eigentlich mal nebenbei bei meinem Auto? Du hast ja immerhin noch eine andere Anzeige. Bei mir wäre ja dann alles weg. Ich müsste dann blind fahren. Ich weiß nicht, ob er dann überhaupt dich fahren lässt. Ich glaube nicht, dass das Model 3 davon betroffen ist. Erstmal ist das Model 3 natürlich nicht so alt, hat also noch nicht so viele Leseschreibvorgänge. Aber ich vermute auch, dass sie die Architektur dieser Platine vielleicht auch jetzt verändert haben. Okay. Ich glaube, dass es ein Thema ist, das ältere Model S hauptsächlich betrifft. Also du bist mit dem schwarzen Display zu Tesla gefahren. Genau. Und die haben dann gesagt, ja, sie müssen 2 spezielle Updates eintragen, also aufspielen. Und dann würden sie das Display schon wieder hinbekommen. Und ich soll dann einfach am nächsten Tag wiederkommen. Das habe ich dann gemacht. Und ich habe auch dann gesehen, dass der Wagen wieder über die App zu sehen ist. Also sie haben es offensichtlich geschafft, dieses Display wieder anzubekommen. Ich glaube, dass sie eine Abschätzung machen können, wie lange der noch durchhält, dieser Chip. Ja? Wie viele Zyklen der schon hinter sich hat. Aber sie haben den jetzt nicht getauscht? Sie haben ihn nicht getauscht. Es gibt im momentanen Zeitpunkt, keine Austauschteile mehr. Und sie tauschen dann ja immer den Chip und das Display komplett aus. Und das ist auch ein Austauschteil. Du kannst ja nicht sagen, ja, dann will ich es aber behalten und selber überholen. Du musst es abgeben. Das und hätten die das dann auf Kulanz oder auf Garantie gemacht? Oder? Ich bin mit über 80.000 aus der Garantie draußen.
Der Wagen ist zwar noch keine 4 Jahre alt, aber sie sagen, nein, das ist kein Kulanzfall. Und was kostet das dann? 2.000 Franken. Das hatte vor noch weniger als einem Jahr über 3.000 Euro gekostet. Ich glaube, die Preise sind da ein bisschen runtergegangen, aber von Kulanz ist noch nicht die Rede. Und das fand ich auch etwas enttäuschend, weil in meinen Augen ist es ein Designfehler von Tesla, den sie eigentlich, ich sag mal, Kulanz würde für mich bedeuten, sie machen keinen Gewinn damit. Irgendwas geht immer mal kaputt. Ja, und eine Garantie ist nicht ewig nun mal. Ja? Die Garantievereinbarungen sind klar. Und 80.000 Kilometer sind ja auch eine Menge. Bei 103.000 Kilometer und es war bis jetzt noch nichts, also gar nichts. Ja? Ja. Von daher hätte ich jetzt damit leben können. Ich habe jetzt, der langen Rede kurzer Sinn, wir haben jetzt diese zwei Updates am Schluss gemacht. Ja. Es funktioniert wieder alles wie zuvor, ohne Mangel, ohne Pixelfehler oder etwas. Und ich habe jetzt 350 Franken gezahlt für diese Eingriffe. Ja, also deine ersten Werkstattkosten, die du hattest? Fast? Die allerersten Werkstattkosten, Nach 3 Jahren. Nach 3 Jahren. Ich habe jetzt so verstanden, dass man diesen Chip auslesen muss, bevor man ihn austauscht. Wenn man das nicht mit Tesla macht. Und es gibt Spezialisten, aber ich weiß nicht genau, wo die sind. Es soll jemanden in Zagreb geben. Okay. Habe ich irgendwo gelesen. Wir haben jetzt ein bisschen weiter hinzufahren. Vielleicht gibt es irgendwo in Holland jemanden oder in Deutschland, der sich darauf spezialisiert, weil Ein- und Auslöten von solchen Chips ist kein Hexenwerk. Aber man muss vorher die Daten, die da drauf sind, diese Partitionen auslesen und sie später auf den frischen Chip wieder einzulesen. Das war jetzt schon mal unsere Frage an die Community, ob ihr da jemanden kennt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr bitte da... Bitte dringend. Genau, falls sowas bei ihm wieder auftritt oder falls jemand aus der Community diese Probleme hat mit diesem Chip, ob ihr da Lösungswege kennt oder jemanden, der das reparieren kann. Das ist ja das, worum ich dich hier beneide, ne? Die Anzeige. Das Zentraldisplay hat natürlich dann schon. Genau, und hier sieht man wieder, alles leuchtet. Ja, und jetzt funktioniert er wieder, aber ich weiß, es ist schon eine tickende Zeitbombe sozusagen und man sollte es, solange alles funktioniert, diesen Austausch durchführen. Achso, du würdest jetzt also das jetzt machen? Ich würde es unmittelbar machen. Wenn mir jetzt jemand unten was reinschreibt, bin ich gern bereit dafür, hinzufahren und diesen Austausch zu machen. Ich habe gelesen, dass es eigentlich in kurzer Zeit machbar ist. Man kommt hier unten drunter recht schnell dran. Das ist direkt hier drunter unter der Ablage, unter dem Display. Und wie gesagt, auslesen des Chips, auslöten, einlesen des neuen Chips, einlöten. Schrecksekunde überwunden. Sozusagen, ja. Da ist man schon erstmal geschockt und enttäuscht. Ja. Hast du in den Foren gesehen, wie stark dieses Problem ist? Also wie viele davon betroffen sind? Hast du so ein Gefühl gehabt? Ich weiß nicht quantifizieren, aber es sind schon signifikant viele. Und auch der Service-Mitarbeiter bei Tesla hat gesagt, sie sind nicht der Einzige, der hier enttäuscht ist, der geschockt ist. Ja. Das ist definitiv ein Problem, das irgendwo bei allen älteren Model S und X Modellen vorhanden ist. Mercedes hat ja gerade wie viel 100.000 Autos zurückgerufen? 290.000. Weil sie nämlich möglicherweise anfangen zu brennen. Gell? Wenn Verbrenner sollte das auch mal so sein. Genau. Falls ihr dieses Video von uns noch nicht kennt, das verlinke ich euch dann auch nochmal oben. Genau. Also ich meine, da könnte man natürlich auch sagen, Tesla könnte jetzt schon auch, weil das ja doch ein kritisches Ding ist, könnte er sagen, hier Rückrufaktion, Model S vom Baujahr so und so, mal zurück. Wir löten diesen Chip um. Das wäre sowas, was man erwarten könnte. Ja, aber das ist natürlich ein wahnsinnig logistischer Aufwand. Ich will Tesla hier nicht in Schuss nehmen. Aber das würde heißen, sie bräuchten dann Spezialisten, die diese Lötgeschichte machen können. Ja? Und das glaube ich nicht, dass sie das können. Also da fehlt einfach die Logistik. Aber ich würde schon erwarten, dass Tesla hier in die Gänge kommt und aktiv auf die Kundschaft zugeht und sagt, ey, wir haben hier ein technisches Problem, das haben wir uns eingefangen, das war in der Struktur nicht richtig. Weil ich meine, wir sind die Leute, die das Marketing machen für Tesla. Ja? Wir werben dafür und mein Enthusiasmus hat ein bisschen abgenommen, weil ich da wirklich erwarte, dass Tesla mir entgegenkommt als Kunde. Ich kann nicht ewig auf die Garantie pochen, aber in dem Fall finde ich, ist es ein strukturelles Designproblem, das eigentlich Tesla mittragen sollte, zumindest mit dem Kunden. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet daran Spaß, interessant war es auf jeden Fall. Kommentiert, abonniert diesen Kanal, aktiviert auch die Glocke, kommentiert fleißig, liked das Video und seid auch nächstes Mal wieder dabei bei Diese Dad. Bis dann und ciao.